In diesem Video geht es um die Geheimnisse oder das Geheimnis, welches sich hinter den DONS-Nummern verbirgt. Ursprünglich wollte ich dieses Video beginnen mit einem guten Beispiel, was mir eingefallen ist. Leider wurde diese Pointe ordentlich kaputt gemacht durch die Realität, die uns inzwischen umgibt. Dazu später mehr. Bei den DONS-Nummern geht es schlicht und ergreifend um eine Freund-Feind-Erkennung und das wird man sicherlich nirgendwo so lesen können. Aber davon handelt eben dieses Video. Immer wieder wird von vielen Interpreten auf die DONS-Nummern verwiesen, um kenntlich zu machen, weil diese DONS-Nummern nun mal nur an Unternehmen vergeben werden und nicht an Ämter. Dies geschieht durch die Firma D&B, Dun & Bradstreet, und seit 2003 geschieht diese Nummernvergabe im Auftrage der US-Regierung. D&B wurde 1841 gegründet und verfügt über eine lange Erfahrung zur Ermittlung von Bonitäten von Firmen und auch der Gewinnung anderer Informationen über diese Firmen. Es geht darum, dass Investoren bei D&B nachfragen können und natürlich Geld bezahlen für diese Gespräche oder Informationen, damit sie sicher sein können, dass sie ihr Geld nicht in den Sand setzen. Deshalb scheint es naheliegend, dass sich die US-Regierung nicht extra eine neue Behörde dafür zulegte, um solche Informationen zu gewinnen, welche Firma oder Unternehmen als freundlich oder feindlich angesehen werden muss. Wir leben nun mal in Zeiten, wo zunehmend Firmen staatliche Bereiche zugewiesen bekommen, doch das hat den bitteren Beigeschmack, dass diese Firmen eben eine Macht bekommen, die ihnen eigentlich nicht zusteht. Nirgendwo wird man das lesen können, doch seit 1917 gibt es den Trade with the Enemy Act, wonach es verboten ist, während eines Krieges mit dem Feind Geschäfte zu tätigen. Und eben seit 2003, im Oktober, werden die Informationen der Firma Dun & Bradstreet genutzt, um diese Freund-Feind-Erkennung zu gewährleisten. 2003 wurde übrigens Afghanistan von der US-Armee angegriffen und besetzt, es herrscht also Krieg. Seit 2003 müssen also Firmen und Unternehmen sich selbstständig eine solche Nummer von der Firma Dun & Bradstreet holen, um von den USA nicht außersehen als Feindfirma erkannt zu werden. Diese Nummern sind also der unbedingte Nachweis, ob es sich um eine Firma oder ein Geschäft handelt oder nicht. Ämter würden eine solche Nummer nicht bekommen, denn weder die Firma Dun & Bradstreet noch der Trade with the Enemy Act haben zum Hintergrund staatliche Strukturen. Es geht nur um Geschäftliches. Also es geht eben nur um den Handel mit Firmen und Unternehmen. Wenn nun gesagt wird, dass der Bundestag eine solche Nummer habe, weil dort eine Kantine sei oder ähnliches, dann kann dieses Argument entkräftet werden, weil eine Kneipe eine D&B-Nummer wohl kaum bekommen würde. Schließlich geht es der Kneipe nicht um irgendeine Interaktion mit der US-Regierung. Die DONS-Nummer ist also ein belastbares Mittel, um herauszufinden, ob es sich um eine Firma handelt oder nicht. Hat ein Gericht eine solche Nummer, so kann es kein staatliches Gericht sein. Und das gilt ebenso für pseudostaatliche Einrichtungen anderer Art in der Bundesrepublik Deutschland. Ursprünglich wollte ich dieses Video eben beginnen mit einem Beispiel, was mir hier in meiner Stadt aufgefallen ist. In einem anderen Stadtteil befindet sich das Patentamt als Kneipe und als Patentamt. Ich bin dort allerdings schon lange nicht gewesen und so musste ich erstmal im Internet nachgucken, dass überhaupt als Beispiel geeignet ist. Es war nicht geeignet. Die Kneipe ist leider geschlossen und das Patentamt, das jahrzehntelang so hieß, heißt neuerdings Europäisches Patentamt. Es erübrigt sich also eine Suche bei Dun & Bradstreet, um zu erfahren, ob es sich hier um eine staatliche Struktur handelt, ja oder nein. Es gibt kein Europäisches Patentamt. Ein Amt kann nur staatlich sein oder einen staatlichen Hintergrund haben. Und Europa ist nicht fähig, eine staatliche Struktur hervorzubringen. So viel dazu erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.